Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja, wenn man Ihre Reden hier so hört, da beschleicht ein unweigerlich das Gefühl, Sie leben alle in einer Parallelwelt. Sie haben das wohl nicht verstanden. Die Bauern haben gegen Ihre Politik demonstriert, gegen die Politik von Ihnen allen, gegen die giftgrüne Politik, die Sie alle hier machen. Sie haben vollkommen zu Recht gegen Frau Klöckner, gegen Frau Schulze und auch gegen Frau Hein-Esser protestiert. Vollkommen zu Recht. Und die stellen sich hier so hin und tun so, als hätten sie alles richtig gemacht. Genau deshalb protestieren ja auch die Bauern, weil sie alles richtig gemacht haben. Frau Hein-Esser ist schlichtweg eine grüne Ministerin für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz. Aber ganz sicher keine Ministerin für Landwirtschaft. In ihrer bisherigen Regierungszeit hat sie nichts für die Landwirte unternommen. Keine einzige Rechtsvorschrift wurde aufgehoben oder abgeschafft. Aber Dutzende neue sind für die Landwirte dazugekommen. Sie sind eine derartige Fehlbesetzung als Agrarministerin. Da wünscht sich jeder anständige Konservative ja Frau Schulze-Föcking zurück. Frau Esser, entschuldigen Sie, für die Landwirte sind Sie ein wandelndes Risiko mit Schal. Die Liste unserer im Gegensatz dazu ist die Liste unserer eingebrachten Anträge für das Umweltressort in diesem Jahr sehr lang. Ausbruch der Blauzungenkrankheit in Nordrhein-Westfalen verhindern am 12. Februar 2019. Regionale Vermarktung in Nordrhein-Westfalen fördern und Akzeptanz für die bäuerliche Landwirtschaft schaffen am 12. März 2019. Höfesterben bekämpfen. Landesregierung muss eine attraktive Start-up-Kultur in der Landwirtschaft schaffen und Hofübergabe erleichtern. Am 2. Juli 2019. Und nicht zu vergessen, Notstand der Bauern, bundesweite Bauernproteste gegen die Agrarpläne der Bundesregierung am 5. November 2019. Alle unsere Anträge wurden von Ihnen allen in der letzten Lesung abgelehnt. Alle. Selbst haben Sie keine Lösungswege für die Probleme in der Landwirtschaft aufgezeigt. Sie auch nicht, Herr Nolte. Tun Sie nicht so scheinheilig. Die AfD, und das ist das Ganze, wir springen nicht auf einen Fahnenzug auf. Wir standen als Einzige von Anfang an der Seite der Bauern. Was Sie machen, Frau Hein-Esser, was machen Sie? Sie spielen auf der Öko-Klaviatur und möchten die Insekten retten. Dafür setzen Sie bereitwillig die Zukunft der Landwirtschaft in Nordrhein-Westfalen aufs Spiel. Wir werden nicht schweigen und tatenlos zusehen, wie Sie den Bauernstand in Deutschland durch die verfehlte Agrarpolitik kaputt machen. Wer in Zukunft noch schwarz wählt, ja, der bekommt eine grüne Agrarministerin serviert. Um Haaresbreite hätte es eine Jamaika-Koalition im Bund gegeben und Anton Hofreiter wäre Bundesagrarministerin geworden. Unsere Anträge zum Haushalt liegen allen vor. Sie haben die Chance für mehr Regionalität in der Landwirtschaft. Es freut mich, dass auch die CDU über meinen Scherz lacht. Das freut mich. Er war auch witzig, oder? So. Dazu soll der Haushaltsposten zu unseren Anträgen über die Zuschüsse zur nachhaltigen Absatzförderung für nordrhein-westfälische Agrarprodukte um eine moderate 500.000 erhöht werden. Als Vorschlag zur Gegenfinanzierung kürzen wir die staatliche Bezuschussung von Ökobetrieben. Wie Anfang des Jahres bekannt geworden ist, steigerte sich der Verkaufserlös der Bioprodukte auf über 2,2 Milliarden Euro. Bei diesen Zahlen muss über die Sinnhaftigkeit der staatlichen Finanzierung der Ökoanbauverbände nachgewandt werden. Und ein Ökolandwirt selbst profitiert davon ja nicht. Kommen wir noch einmal kurz zu den Bauernprotesten am Montag. Die Landwirte sind sauer. Sauer auf Ihre Politik. Wir hatten dazu eine Aktuelle Stunde vorbereitet, aber unser Antrag wurde vom Landtagspräsidium abgelehnt, indem wir als einzige Fraktion nicht vertreten sind. Was das bedeuten kann, sieht man halt an den Ergebnissen. Die Landwirte sind nicht dabei. Schade, es wäre eine passende Gelegenheit gewesen, auch einmal über die Klagen der angeblichen Umweltschützer vom BUND gegen die Landesregierung zu sprechen. Sie klagen bekanntlich über zu hohe Nitratwerte in Nordrhein-Westfalen. Darüber sollten wir nicht den Mantel des Schweigens legen. Sie wollten das. Und leider haben wir im Zuge der Haushaltsberatung kaum Zeit, über diesen Unfug zu sprechen. Frau Hein-Esser, Ihre Leistungen für Landwirte sind nicht nur mangelhaft, sie sind ungenügend. Dankeschön.